So Leute, es ist soweit. Es geht nach Comino. Aber ihr seht schon am Fenster. Es sieht absolut scheiße aus. Ne? Auch noch ein bisschen. Das war die letzten Tage nicht. Das Problem ist, ja, heute Nacht soll es nur 9 Grad werden. Irgendwie auf einmal. Ich bin richtig am Arsch. Ich werde richtig am Arsch sein. Leute, keine Panik, das ist keine neue Flüchtlingskatastrophe, sondern eine 48 Solo-Camping-Mission hier auf Comino. Leider, ihr seht selber, was passiert ist. Vom Sturm, also hier ist alles voll. Das ist normalerweise sieht alles so aus, wie weiße Futtersand. Aber hier sind Berge von diesem Zeug. Da hinten, wo eigentlich, wo ich hin wollte, ist komplett, Alter. 1 Meter hoch, das sind die Berge. Ich werde mich deshalb hier einrichten. Oder vielleicht sogar irgendwo da, ein bisschen gebunkert zu sein. Ja, ich denke, hier wird es werden. Der Baum gefällt mir. Scheiße, Mann. Ich habe mich so auf den Strand gefreut. Ich habe mich unterwegs gerade schon umgezogen, habe mir die Schwimmhose angezogen, weil wir werden auf jeden Fall jetzt da reingehen. Katastrophe, Mann. Also es war hier, keine Ahnung, eine ganze Woche komplett alles unter Wasser. Wahrscheinlich auch hier geflutet bis da hinten bei den Winden. Aber das habe ich jetzt absolut nicht erwartet. Also wirklich. Naja. Leben in der Lage. Wir machen das Beste draus. Aber ich gucke erstmal noch, vielleicht geht da hinten irgendwas. Weil von dem Steg aus da will ich angeln. Aber auch von hier da reinschmeißen, das geht auch. Ich muss nur abchecken, ob man sieht da die Bojen, ob da irgendwo so eine, ja, so eine Leine ist. Im Sommer auf jeden Fall. Jetzt hier im Winter weiß ich nicht, weil ich sehe nur eine Boje. Mal gucken, wir checken das mal ab. Leute, guckt es euch an, das ist doch nicht normal. Also man könnte da richtig drauf weich schlafen. Also eigentlich ist das Jackpot. Eigentlich ist das Jackpot, wenn ich so überlege. Aber es sieht halt echt gruselig aus. Boah, ich check mal hier gerade ein bisschen die Lage. Also es wird halt auch verdammt kritisch sein zu angeln hier. Weil du hast halt hier überall Seegras und Hänger und keine Ahnung. Boah. Ja, von hier wurde anscheinend der Oktopus gefangen. Irgendwo von diesem Stehen oder von dem Steg hier. Oder Steg. Und ja, also noch sehe ich keinen von denen. Aber wir können halt. Oh, was ist das denn? Oh, da sehe ich. Oh, genau da sehe ich uns doch. Genau da sehe ich uns doch. Und ich hoffe, es ist nach kein Hochwasser. Ja, Mann, genau da. Ich gehe da jetzt mal hin. Da ist man auf jeden Fall auch weg von den ganzen Leuten so ein bisschen. Man kann halt da lang gehen, reinschmeißen. Ey, zum Glück bin ich gerade hierher gegangen. Den Ort kannte ich noch gar nicht, weil ich bin immer von dort aus gekommen und direkt da zum großen Strand halt hin. Oh mein Gott, ist das geil. Ist das geil, und es ist Sand hier. Und ganz viele Fußspuren. Bei diesem Stein da vorne. Haben wir abgecheckt, ist auf jeden Fall gut. Da kann man schön in diese blauen Felder reinwerfen, wo es sandig ist. Wir werden auf jeden Fall gleich mal unsere Sachen zu unserem Lager bringen. Weil ich habe da vorne einen richtig geilen Strand entdeckt. Ich latsche mal kurz hin. So Leute, also hier, das ist das einzige richtige Plätzchen, wo dieses Zeug nicht ist. Und ich denke mal, ich werde hier so ungefähr das Zelt aufschlagen.
Ja, wobei es halt auch auf diesem Zeug echt verdammt gemütlich wäre, glaube ich. Hätte ich gar keine Isomatte mitbringen brauchen, Mann. Egal. Egal, wir sind ja zwei Nächte hier, wenn wir hier nicht verjagt werden. Dann überlege ich mir was für die Zeit, vielleicht auch für die erste Nacht, keine Ahnung. Ich bin gerade erst angekommen, ich muss erst mal realisieren, was hier abgeht, verdammte Axt. Meter hoch, Alter, Meter hoch. Ich versink hier richtig mit den Beinen, Alter. Okay, hier nicht, aber... Boah. Es wäre schon echt gemütlich zum Pennen. Zum Pennen wäre es echt geil. So. Woman's Trash is another man's treasure. Das heißt, die Dose behalte ich, weil ich habe vergessen, einen Becher mitzunehmen. Und ja, Wasser trinke ich aus der Flasche, aber ich habe noch, ja, eben gerade eine Packung Ananassaft gekauft zu überteuerten Preisen, weil ich meine Zitronen vergessen habe und ich bin zitronensüchtig, deswegen brauche ich irgendwas Saures, irgendwas mit Vitamin C, keine Ahnung. Ja, die werden wir einschneiden und dann ein bisschen so einknicken, ist der Plan. Und als Becher dann benutzen. Ja, vielleicht finde ich was Besseres, aber ich glaube eher nicht. Irgendwelche vergammelten Plastikflaschen gibt es hier nur. Puh. Ja, jetzt live. Jetzt bin ich hier für zwei Tage, mal gucken. So, Leute. Also ich will jetzt hier nicht einfach irgendwie sitzen, beziehungsweise will ich eigentlich gleich ins Wasser. Wobei, das überlege ich mir nochmal, weil ich denke mal, ich werde erstmal hier diese ganzen Steine nutzen, um uns für die Nacht wassersafe zu machen. Ach, da ist schon die erste Feuerqualle, ich glaub's nicht, Mann. Ey, da ist alles voll von dem. Das hat sich wohl erledigt. Fürs Erste mit dem Baden. Mein Gott, da vorne sind noch viel mehr. Guckt sie euch an. Jetzt seht ihr sie auch besser. Überall so eine Reste von denen. Die von den Schiffsschrauben klein gehackselt werden. Boah. Na ja. Egal, vielleicht gehe ich da hinten baden. Da habe ich nicht so viele gesehen. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal, jetzt ist es voll windig hier, an diesen Stein hier und da, ja, Steine hinlegen, damit, falls eine dickere Welle kommt, wir nicht so krass überflutet werden. Weil hier ungefähr, also wir haben hier nicht viel Platz. Hier so wird das Zelt stehen. Ich werde den Sand noch ein bisschen gerade rücken, damit wir auch gerade liegen. Ja. Das ist der Spot für tonight. Sicher bin ich mir da noch nicht, je nachdem wie das Wetter abends ist. Weil wir werden natürlich bis in die Nacht rein angeln. Puh, so, fuck, war das anstrengend. Also wir haben jetzt hier so eine kleine, ja, so eine kleine Wand hingebaut schon mal. Also eben kam eine größere Welle, da hat man schon gesehen, also das, ja, bewirkt auf jeden Fall ein bisschen. Ja, immer in so einer Formation, zack, 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 im Zickzack, damit die auch schön sich gegenseitig stützen. Ja, das Problem ist, ich denke mal, ich werde jetzt auf jeden Fall was futtern, weil der ganze Weg hierhin, okay, das mit den Steinen war jetzt nicht mal ansatzweise so krass wie das ganze Zeug hier hinzuballern. Allein dieser Rucksack, der wiegt safe genauso viel wie ich. Also ich zeige euch später auch noch, was ich da drin habe. Also vor allem 5 Liter Wasser, Dosenfutter, also mehr als 5 Liter Wasser, 6 Liter Wasser sogar. Was noch? Keine Ahnung. Angelzeug, natürlich Zelt, Isomatte, Schlafsack. In der Lidl-Tüte, dann das ganze Elektronikzeug, Kamerazeug, die Angel wiegt halt nichts, aber also das war schon ein Kraftakt, 3 Kilometer das hier hinzuschleppen. Das könnt ihr mir glauben. Irgendwie gefrühstückt, was habe ich gefrühstückt? 2 Eier,
zwei Stücke Schinken. Das war's. Eigentlich wollte ich noch einen Salat machen, aber die Zeit, weiß ich nicht. Also die Zeit hätte ich hätte auch um 14 Uhr die Fähre nehmen können, theoretisch. Aber ich war voll, ja, weiß ich nicht, konnte eh nicht pennen, weil ich so aufgeregt war. Und hatte einfach Bock, los, ohne Scheiß. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen in der Wohnung, weil ich eigentlich die ganze Zeit los wollte. Dann bin ich auch irgendwann einfach los. Hab natürlich Becher vergessen, Zitronen vergessen. Knoblauch habe ich ein bisschen noch von gestern. Aber ja, scharfe Soße habe ich zum Glück eingepackt. Das ist das Wichtigste. Na, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Frühstück einpacken. Baked Beans und sowas. Alles verdaddelt. Aber egal. Ich habe zum Glück ein bisschen Bargeld dabei. 20 Euro. Eigentlich 25, aber ich habe mir für 3,80 Euro oder so hier so ein 1 Liter Ananassaft geholt eben. Weil ich gemerkt habe, shit, die Zitronen sind noch im Kühlschrank. Und da liegt auch der Knoblauch. Naja, wir machen das Beste draus. Wie gesagt, ich will gar nicht rumheulen. Und ich hoffe, wir fangen etwas. Darum geht's. Und ein bisschen Farbe kriegen. Also guckt es euch an, wo wir hier sind. Irgendwo nirgendwo, also da hinten sind die ganzen Villen von den wahrscheinlich korrupten Politikern und hier irgendwelchen Casino-Milliardären. Ich hoffe halt, die verjagen mich nicht, deswegen bin ich hier wirklich ins Abseits extra gegangen. Und hoffe, die drücken ein Auge zu, also. Oder die sind nicht da, natürlich am besten. Aber wir schauen mal. So, ich baue jetzt hier gerade unsere kleine Küche. Alter, ich hoffe, hier sind nicht irgendwelche komischen Nadeln drin, Mann. Weil da hinten habe ich einen Rasierapparat gefunden und so einen Scheiß mit Rosteten. Ja, das sollte doch reichen, ja. Für den Gaskocher. Ja. Finde ich sogar, na, ich glaube, auf dem Sand ist es am besten. Ja, perfekt. Ja, die Mission kann losgehen, Mann, ohne Scheiß. Die Leute sind gerade alle hier am Loslaufen. Also es ist fast keiner mehr da. Also es sind ein paar gerade hier vorne irgendwie da hochgelaufen. Nicht, dass sie da wohnen. Wir werden es sehen. Zur Not muss ich heute auf diesen Campingplatz, der anscheinend voller Ratten ist. Wo ich gar keinen Bock drauf habe. Vor allem jetzt mit dem ganzen Zeug da nochmal hinzulatschen. Ja, wir gucken. Ich bin guter Dinge, ehrlich gesagt. Weil ich mache ja nicht viel. Also keine Ruhestörung zumindest. So, ich zeige euch mal, was ich jetzt hier an Essen mit habe. Einmal Ravioli. Zweimal diese Raviolis. Die habe ich letztens in einem Laden gesehen und dachte mir, okay, probieren wir die mal aus. Die 1 Ravioli sind geil. Kann ich sagen, eine Packung brasilianisches Corned Beef, also Dosenfleisch, ja, dazu, da kommen wir noch irgendwann später zu, und die Heinz Spaghetti, wo ich wahrscheinlich die Hälfte von dem Beef-Dings reinhauen werde. Und ja, yo, also ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden, weil ich die noch nicht probiert habe. Shit. Der Nachteil ist, ihr müsst auf jeden Fall ein Messer dabei haben, um die aufzumachen. Plus die Konsistenz ist irgendwie ein bisschen komisch. Also ich habe die ganze Dose mit Wasser befüllt, damit ich da so ein bisschen noch die Tomatensauce rauskriege, aber das hat auch nicht geklappt. Also ich habe die mit dem Finger dann rausgegessen. Ja, egal, wir kochen die jetzt mal und dann lasse ich es mir schmecken. Und dann später zum Abendbrot gibt es dann die Heinz Ravioli und dann vergleiche ich mal so ein bisschen. Mache hier einen auf Ravioli Food Tester, welche denn jetzt besser sind, weil die sind halb so teuer wie die von Heinz. Die günstigen gibt es zwar auch nicht überall, aber mal gucken, ich lasse mich überraschen. Die Soße habe ich ja gerade schon ein bisschen probiert. Ja, kann man machen. Also, wenn man ein Sparfuchs ist, auf jeden Fall. Aber wir probieren die, wenn die warm sind und wie die Füllung ist, vor allem unter Teig. So Leute, da haben wir es. Oh shit,
das wollte ich jetzt nicht. Wir probieren mal schmackofatzmäßig das Ganze hier. Also ohne Gewürze, ohne Soße, ohne nix. Oh, halt. Ja, es schmeckt halt nach nichts. Also, da weiß ich jetzt schon, dass die Heinz-Dinger auf jeden Fall würziger sind. Diese haben hier komischerweise, also die Füllung von den Raviolis, du denkst erstmal, da ist irgendwie Habanero-Chili drin oder so. Du hast da richtig diesen fruchtigen Geschmack, ganz kurz, so wie bei Habaneros, und dann bam, hast du aber mal richtig Schweißperlen auf der Glatze. Ja, ich probiere nochmal. Muss aber pusten, weil eben war viel zu heiß. Müssen wir auf jeden Fall Hot Pepper Sauce reintun. Fragwürdigerweise hatten die Habanero nicht mehr. Bei Greens, ich weiß nicht wieso. Aber wir hauen jetzt die hier rein. Warte, wie weiß sehen meine Beine denn bitte aus? Wird echt Zeit, dass hier wieder Sommer wird. Naja, wir packen ein bisschen da rein. Keine Ahnung, ob ihr das seht. Jetzt bestimmt. Ich weiß nicht, ob die scharf ist. Ich denke nicht, weil die nicht mit Habaneros ist. Ja, doch, die kann was. Die kann was. Naja, wir lassen uns jetzt schmecken. Ich muss Akku sparen, damit ich auch so viel wie möglich für euch aufnehmen kann. Von dem ganzen Abenteuer hier. In diesem Sinne. Ach so, ein kleiner Nachtrag. Also hier hast du richtig so Tomatenstücke auch drin. Also das hast du bei den Heinz-Geschichten, glaube ich, nicht. So, falls ihr euch fragt, wie man sein Geschirr am besten so wäscht am Wasser, einfach ja, Wasser und Sand. Also, ja, in der Pfanne zumindest, weil das hier geht eigentlich auch mit Wasser. Ganz entspannt. Mal ein bisschen ausspielen. Natürlich nicht irgendwie antrocknen lassen vorher. Wasser, Sand. Besser als jeder Schwamm. So Leute, also ich musste mich ein bisschen umpositionieren. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir das Ding hier so hinlegen. Aber das reicht von vorn und hinten nicht. Ich wollte den Stein ausgraben, also den kannst du vergessen. Habe ich hier den Stein ausgegraben. Den Oschi hier. Und habe das Ding hier reingeballert. Ja, ist eigentlich ganz geil, weil dann kommen wir hier raus, hier zack, und dann gehen wir hier längs in unsere Küche. Besser geht's nicht, ne? Also ich muss meinen Steinwall hier ein bisschen vergrößern, glaube ich, in die Ecke. Jetzt aber, das kriegen wir auch hin. Ja, dann kommt, also so werde ich halt im Sommer, wenn es halt warm genug ist, pennen. Ihr könnt wahrscheinlich durchsehen, das ist nur dieses Ding. Aber jetzt, da es heute Nacht 9 Grad wird und es ist jetzt schon sehr, sehr windig im Vergleich zu vorhin, man sieht es hier am Wellengang wahrscheinlich, ja, werde ich auf jeden Fall jetzt so oder so halt da so eine Plane drüber spannen müssen. Aber das seht ihr gleich, wenn es fertig ist. So, unser gangstermäßiges Zuhause ist eröffnet. Ja, schauen wir mal rein in die gute Stube hier. Ach, Digga. Das ist auf jeden Fall Platz, theoretisch auch für 2 schlanke Personen. Ja, ich habe es jetzt extra aufgebaut, damit sich es durch die Sonne ein bisschen aufheizen kann. Da drinnen. Das habe ich letztens nicht gemacht und da habe ich bei 14 Grad draußen gepennt, wo die Videoaufnahmen verloren gegangen sind. Ja, also ich merke jetzt schon, dass das da innerhalb von 5 Minuten sich voll aufgewärmt hat. Naja, so oder so, wir sind vorbereitet. Die Sachen werde ich euch dann aber später zeigen, weil jetzt geht's zum Angeln.
also beziehungsweise die Angel wird fertig gemacht und dann werde ich hier mal ein bisschen spazieren gehen. Aber erstmal die Sachen dort rein tun. Ins Zeltchen. Ja. Ich hab Bock, also es ist ein bisschen einsam hier, muss ich sagen. Aber das wollte ich ja auch. Perfekt. So, was ich vorhin eigentlich zeigen wollte, ist einer unserer Oktopus-Geschichten lädt sich hier auf. Ich werde jetzt die anderen auch dazu tun. Vorhin habe ich es ein bisschen verplant. Dann sparen wir ein bisschen Energie von den Taschenlampen. Beziehungsweise, doch, ich habe die zweite auch mit. Das ist sehr gut. Also Energie haben wir, oder Licht haben wir auf jeden Fall genug später. Ja, und jetzt mache ich die Angel fertig. So, ich würde sagen, wir machen hier schnell eine kleine Roomtour. Boah, also die Luftmatratze bzw. Isomatte habe ich hier gerade schön aufgepumpt. Die tue ich in den Schlafsack rein. Ich habe hier noch ein zusätzliches Kissen. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Tatsächlich, ich werde es ausprobieren. Für die Nacht, wenn diese 9 Grad doch zu kalt sind, habe ich hier eine Emergency Blanket Geschichte mir gekauft. Wiederverwendbar. Das Ganze sieht, weiß ich nicht, so aus. Ich habe es noch nicht ausgepackt, aber es soll auf jeden Fall helfen. Und die Geschichte werde ich halt über mich knallen, wenn die 9 Grad halt, ja, wenn es zu hardcore wird. Und natürlich werde ich in Pullover und langer Hose pennen, in dem Ding drinnen, gar keine Frage. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die fucking Matratze hier Luft verliert die ganze Zeit. Das wäre ja richtig kritisch. Und wenn das Ding kaputt ist, dann muss ich wirklich mir hier kiloweise von diesem scheiß Eigenzeug hier rein oder unter das Zelt ballern. Naja, hoffen wir es mal nicht. Wird schon nichts passiert sein. Oh, shit. Ja, was haben wir sonst? Also, hier habe ich mir so einen kleinen Schutzwall aus, ja, da wasserdicht, hier wasserdicht, Rucksack mehr oder weniger wasserdicht gebaut, falls irgendwie ein sehr, sehr krasses Boot kommen sollte und, uns weiß ich nicht, was passieren sollte. Ein riesen Tsunami-Flut überraschen sollte. Das Problem ist, hier drunter sind überall kleine Steine. Ich, Idiot, habe vorher nicht alles genau abgesucht. Das hätte ich auf jeden Fall machen müssen. Aber ja, die sind eher hoffentlich im Fußbereich als oben oder im Rückenbereich. Ja, im Kopfbereich ist ja auch scheiße. Ich habe ja Kissen, aber naja. Wir kümmern uns jetzt ums Angelzeug. Hier habe ich so ein bisschen das Essen hingestellt. Und ja, wir werden sehen. So Leute, ich stelle euch mal die neue Angel vor. Die ist ultra, ultra leicht. Alter, jetzt habe ich mich wieder hier in den Rücken gehakt. 2 Meter groß. Das Ding ist halt super, super, super leicht. Also wirklich kannst du mit dem kleinen Finger kannst du die locker mit Rolle sogar tragen. Die Sonne geht da hinten unter. Das heißt, ich muss theoretisch ja. Obwohl noch nicht. Die Kopflampe. Doch, ich nehme sie schon mal mit. Doch. Obwohl ich glaube, ich wollte eigentlich hier erstmal ein bisschen reinwerfen und gucken, wie weit die Angel kommt. Das mache ich jetzt. Ach so, was ich hier noch über das Zelt sagen wollte vorhin, ist, du kriegst das halt einfach nicht komplett rübergezogen. Also das ist halt so ein Sommerzelt, was hier von den Seiten aus belüftet wird. Du hast halt hier auch diese Fenster, die du auch zumachen kannst. Du kannst halt, was ich letztes Mal gemacht habe, so Sand rüberschmeißen, so eine kleine Sanddüne dagegen bauen. Ja, ob ich das später mache, ist die Frage. Aber es ist jetzt schon echt wirklich kalt. Ich werde jetzt auch meine Mütze anziehen, darüber die Kapuze, garantiert. Und auch die Weste, denke ich mal. So, wir haben tatsächlich das Problem, dass
die Isomatte irgendwie ihre Luft verliert. Ich weiß nicht, wieso. Also wenn das Ding Schrott ist, dann bin ich ein bisschen am Arsch, muss ich schon sagen. Das muss ich schon zugeben. Naja, wir hoffen das Beste, wie immer. Schauen wir mal, was passiert. Hey. Uah.